Und den Höhepunkt hat es nach meiner Einschätzung gefunden diese Woche, als sie eine außenpolitische Grundlinie ihres Außenministers, ist ja ihr Außenminister, als Vollholler bezeichnet haben. Das ist relativ selten in einer europäischen Regierung. Das ist eine ganz falsche Darstellung, weil wir sind uns alle einig, dass die Migration und die illegale Einwanderung begrenzt werden muss, am besten auf Null zurückgeführt werden muss bei der illegalen Einwanderung. Ganz klarer Fall. So, was mein Punkt nur ist, das ist so ein ernstes Thema und so eine große Herausforderung, dass ich der Meinung bin, wir sollten den Österreichern die Wahrheit sagen und ehrlich sagen, welche Art von Herausforderung das ist. Wogegen ich sozusagen einen Einwand habe, ist, wenn wir uns jetzt hinstellen und sagen, naja, wir schließen die Mittelmeerroute so mit einem Fingerschnippen, bauen Lager in Nordafrika oder schieben Leute auf eine Insel. Weil für alles das gibt es nicht die geringsten Voraussetzungen. Wir arbeiten an dem ja schon seit Monaten. Und was da vor dem Hintergrund passiert, ist, dass man das ankündigt, weil die Leute wollen es hören. Klar, es hört sich populär an. Das hört sich wirklich großartig an, aber die Wahrheit ist, es funktioniert so nicht, sondern was funktionieren wird, ist, dass wir ganz konsequente Arbeit investieren, darin, dass es in den Regionen zu einer Stabilisierung kommt. Und das ist Ihrer Meinung nach ein Vollholler? Nein, Vollholler. Jetzt, wenn man mal Vollholler übersetzen darf, größtmöglicher Unsinn oder was ist Vollholler? Größtmöglicher Unsinn, den Leuten einzureden, dass man das mit einem Fingerschnippen erledigen kann, das Thema. Das ist meine Kritik. Das heißt, der Außenminister ist Ihrer Meinung nach ein Populist? Ja, ein Populist als Person will ich nicht sagen, aber der eine oder andere Vorschlag klingt schon sehr danach. Herr Bundeskanzler, es steht ja nicht nur die Frage, wer wird Kanzler, da gebe ich Ihnen auch sehr gute Chancen, aber die viel schwierigere Frage ist ja, mit wem wollen Sie dann regieren? Weil theoretisch haben Sie ja nur zwei Optionen, Schwarz-Blau, Rot-Blau oder Rot-Schwarz. Ja, ich denke, wenn ich die Frage ein bisschen anders beantworten darf, für uns wird entscheidend sein, dass wir bei der Wahl Erster sind. Wenn wir Erster sind mit einem gewissen Vorsprung, dann haben wir viele Optionen, eine Regierung zu bilden. Wenn das nicht gelingt, dann bin ich davon überzeugt, wird sowieso eine schwarz-blaue Regierung kommen und dann werden sich diese ganzen Fragestellungen ohnehin relativieren. Das ist meine Sicht der Dinge. Selbst wenn wir Erster sind, gibt es vielleicht gar keine Garantie, dass wir auch die Regierung stellen können, weil die Vorbereitung von Schwarz-Blau ja gewisse Dimensionen angenommen hat. Und deshalb ist für uns wichtig, dass jetzt einmal die Wähler ein Urteil treffen, dass die sagen, wer das Land führen soll. Und danach, je nachdem, wie stark dieses Mandat ist, werden wir uns entscheiden. Was die Wähler auch interessiert, ist nun mal, wer mit wem nachher zusammengeht. Und da haben sie ja vor ein paar Tagen, nach 31 Jahren, die Wronitzki-Doktrin, also niemals mit der FPÖ begraben, und so wie Sie jetzt sagen, es gibt schwarz-blaue Vorbereitungen, sagt halt die ÖVP, es gibt in Wirklichkeit schon rot-blaue Vorbereitungen. Erstens, was sagen Sie denn dazu und war das wirklich nötig, dieses Öffnen zu rot-blau? Naja, es ist aus meiner Sicht eine wichtige Sache gewesen, weil wir haben ja gesagt, wir sprechen nach der Wahl mit allen, sofern uns die Wähler ein entsprechendes Mandat auch geben. Das ist die Grundvoraussetzung. Wenn die Wähler nicht mitspielen, dann funktioniert das. Sind all diese taktischen Überlegungen ohnehin irrelevant. So, das Zweite ist, was mir schon ganz wichtig ist, die SPÖ hat jetzt einen Zeitraum gehabt, seit langer Zeit, wo wir uns ganz stark anhand der Frage definiert haben, mit wem wir nicht wollen und was wir nicht wollen. Und ich glaube, wenn wir eine starke Bewegung wollen, wenn wir die Menschen überzeugen wollen, dann müssen wir sagen, wofür stehen wir ganz konkret und dann darüber eine Abstimmung herbeiführen. Sebastian Kurz sagt ja, Steuer runter auf 40%. Das ist praktisch für eine Familie in etwa, kann eine Ersparnis bis zu 3.000 Euro werden, im Jahr natürlich. Ihr Konzept ist, die ersten 1.500 Euro sind steuerfrei, wird noch mehr kommen? Naja, wir haben eine Reihe von Vorschlägen vorgelegt. Erstens einmal das Einkommen bis 1.500 Euro. Zweitens ist uns wichtig, dass wir die Lohnnebenkosten für die Unternehmen senken. Das wird vor allem den Klein- und Mittelbetrieben auch helfen, weil mein Ziel ist ja, dass wir die Arbeitskosten reduzieren und damit mehr Menschen beschäftigt werden, damit es attraktiver auch wird für die Unternehmen, Mitarbeiter einzustellen. Aber wir brauchen dann noch eine Reihe von anderen Investitionen, wie zum Beispiel den Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen, ganztags nämlich in Österreich, ganz wichtig für die Familien, auch dass Frauen arbeiten gehen können. Wir müssen gratis. Das zweite Jahr soll gratis sein, aber flächendeckend ab dem ersten Lebensjahr wäre die Idee, dass alle das Recht haben, einen Kindergartenplatz zu haben. Aber nur das zweite Jahr soll gratis sein, das erste nicht. Das ist eine Finanzierungsfrage, muss man sagen. Wir haben uns auch entschieden, massiv in unsere Schulen zu investieren. Das ist eine essentielle Zukunft.
Frage. Wir müssen die best ausgebildeten Menschen haben. Und wenn Sie das schon ansprechen, mir ist aufgefallen, die Studiengebühr kommt plötzlich nicht mehr vor. Sie sind plötzlich für freien Hochschulzugang. Nein, das waren wir immer. Studiengebühren aber nicht. Nein, eine Zeit lang hat es bei Ihnen ja doch geheißen. Studiengebühren sind denkbar und die ÖVP hat ja schon gejubelt, dass sie sich da. Studienzugangsbeschränkungen. Die Studienplatzfinanzierung. Ja, aber nicht Nein. Also, das ist mir ganz wichtig, weil ich meine ganze Karriere verdanke ich dem Umstand, dass es möglich war, zu maturieren und auf die Uni zu gehen, ohne Kosten zu haben. Und das muss so bleiben. Aber Sie waren ja eigentlich als Pizzabote unterwegs und ich habe mir schon gedacht, das wird ein Pizzawahlkampf werden. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen und im Nachhinein gesehen, bereuen Sie es? Oder sagen Sie, das war richtig, ich werde in dieser Art und Weise weiter tun, weil das bringt mich zu jungen Leuten, das bringt mir Facebook-Klicks. Ja, der entscheidende Punkt ist, in der Politik habe ich erlebt, dass es schwierig ist, auch die Medien, auch die Öffentlichkeit für Inhalte zu begeistern. Und mit diesem Pizza-Video haben wir eine Kampagne begonnen, wo es darum gegangen ist, dass wir zeigen, wir kämpfen für die Interessen der Mittelschicht, für gute Einkommen, sichere Arbeit, leistbares Wohnen, gute Gesundheitsversorgung, Reduktion von Wartezeiten für medizinische Untersuchungen. Und wir haben uns überlegt, gut, wenn diese Themen so schwer in den Medien unterzubringen sind, dass man kaum eine politische Diskussion darüber entfachen kann, versuchen wir es einmal mit einem anderen Mittel und machen was ganz was Unkonventionelles. So ist das Pizza-Video entstanden. Ich muss sagen, es waren 3 Stunden an einem Abend, war unglaublich unterhaltsam. Wir haben alle sehr viel gelacht, haben viel Spaß dabei gehabt und es haben fast 1,5 Millionen Menschen gesehen. Sie werden jetzt überall als Pizzabote angesprochen. Damit muss ich leben, aber nächste Woche... Aber Herr Bundeskanzler, auch jetzt in diesem Satz, den Sie gerade gesagt haben, man hört immer wieder, es ist Ihnen ein Anliegen, dass das ein sozialer Wahlkampf wird. Weil alles, was Sie da aufzählen, von der Gratispflege über den Mindestlohn bis zu den Ganztagsschulen sind eigentlich alles soziale Themen. Es kommt nicht vor Flüchtlinge, es kommt nicht vor Sicherheit, das Sicherheitspaket haben wir ja noch immer nicht, es kommt nicht vor Terrorismus. Warum eigentlich? Sie führen einen rein sozialen Wahlkampf für das, was den Österreicher Ihrer Meinung nach am nächsten ist? Ja, also wir versuchen die Probleme, die die Menschen haben, zu lösen. Da muss man aber ganz klar dazu sagen, da gehört natürlich die Sicherheitsfrage auch dazu. Wir haben ja bewusst gesagt, wir wollen die Kapazitäten der Polizei aufstocken und haben vorgeschlagen, 2500 neue Polizisten, zusätzliche Polizisten auf die Straße zu bringen. Das ist wichtig. Die Menschen fühlen sich hier irritiert, hat auch mit der Migrationswelle zu tun. Das Sicherheitsbedürfnis steigt und das Wichtigste ist, dass wir sichtbar die Polizeiarbeit gestalten, damit die Menschen Vertrauen haben, dass sich die Regierung um ihre Anliegen kümmert.